Es wäre eine Sünde, wenn du in deinem Leben etwas anderes machen müsstest als Musik. Diese Einschätzung bekommt Thomas Enz 2007 vom Pop-Titan Dieter Bohlen. Bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar schafft er es bis in die Top 10. Er erlebt die Sonnen- und die Schattenseiten des Ruhms. Und in all dem hört er, für ihn völlig überraschend, Gottes Stimme. Willkommen bei Mensch Gott. Willkommen Thomas Enz. Hi Markus. Thomas, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Das ist richtig. Wenn du noch damals zurückspringst zu DSDS, wann hast du gemerkt, dass das ein richtig großes Ding ist? Als so die ersten Zeitungsartikel kamen in den großen Zeitungen und man dann irgendwann mal sein Gesicht im Fernsehen gesehen hat, als man auf diese große Bühne rausgegangen ist während den Live-Shows und man wusste, dass über 8,5 Millionen Leute zugucken, da hat man echt das Flattern bekommen. Und als es dann so ein bisschen fortgeschrittener war, konnte man, egal in was für einer Stadt in Deutschland du warst, du konntest keine 2 Meter über die, über die Fußgängerzone gehen, ohne dass Leute dich angequatscht haben, sich nach dir umgedreht haben und deinen Namen gerufen haben, ein Foto wollten und so weiter. Gab es irgendeine Situation, woran du dich noch gerne erinnerst? Ein richtiges Highlight, was du sagen würdest, das war toll? Wir hatten natürlich sehr viele Auftritte, auch sehr große Auftritte. Wir waren mal bei The Dome. Und als wir die Sendung aufgezeichnet haben und wir da mit der Top 10 gesungen haben vor 13.000 Zuschauern, die Halle war komplett ausverkauft, sprach Gott zu mir und sagte, dass er das nicht gemeint hat mit dem, was er mir vor ein paar Jahre vorher gesagt hat. Wie meinst du das? Gott sprach zu dir. Hast du eine Stimme gehört? Oder? Nee, es sind ganz klare, adressierte Gedanken, die an mich adressiert sind, wo ich merke, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir selber zurede in Gedankenform, sondern das ist etwas, was von außen mich erreichen möchte. Ja. Ja. Du bist ja in einer christlichen Familie, in einer religiösen Familie sehr, sehr gut aufgewachsen mit deinen 4 Brüdern zusammen. Gab es so einen Moment, wo du sagst so, also es gab ja diesen Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt meine eigene Sache. Erzähl mal davon. Also man kriegt natürlich viel mitgeteilt von den Eltern und auch in der Kirche, wo man sich heimisch fühlt. Man kriegt den Glauben vermittelt, aber es ist halt etwas, was jemand dir, dir vermittelt. Ne? Also es ist aufoktroyiert oder wie war das für dich? Ja, ich weiß nicht. Nee, es ist natürlich was Gutes. Ne? Allerdings glaube ich, dass man sich selber auf die Suche machen muss nach dem, was ist mein Glaube? Woran glaube ich und welche Sachen finde ich für mich selber in der Bibel? Ne? Und mit 19 hatte ich mal ein Erlebnis gehabt, da war ich an einem Abend total geflasht von der Gegenwart Gottes. Also es ist so, als würdest du abtauchen in eine Realität, die du so nicht für real empfindest, ne? Oder für die man sonst so nicht unbedingt die Antennen hat. Und das war wirklich so, als wäre Gott wirklich da. Und mir fiel auch alles irgendwie ein, was in meinem Leben nicht in Ordnung läuft. Und ich wusste an dem Abend, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Also eine Entscheidung für Jesus. Ne? Weil ich wusste, er klopft an mein Herz und er möchte jetzt, dass ich sage ja oder nein. Ne? Weil jeder von uns, wenn jemand klingelt an der Tür, kannst du dich entscheiden, ob du aufmachst oder nicht. Und das war der Abend. Und das Lustige ist, wir sitzen uns jetzt gegenüber. Du warst damals mein Jugendleiter und ich habe mich, klar, weil du mich als Mentor auch begleitet hast eine längere Zeit, auch musikalisch, du kennst unsere Band von damals sehr gut, wusste ich direkt, der hat ein Ohr für mich, der kennt mich und mit dem möchte ich jetzt quatschen. Und da habe ich dich, glaube ich, um Mitternacht angerufen und habe gesagt, Markus, ich komme vorbei. Ich glaube, bis 3 Uhr nachts haben wir zusammen gequatscht und ich habe dir erzählt, was mir auf dem Herzen brannte und dass ich diese Entscheidung treffen wollte und du hast mir dabei geholfen, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich erinnere mich ganz vage, aber ich weiß noch, wie wir auf dem Sofa da saßen und diskutiert haben. Echt cool. Ja, das war genial. Das Krasse war, du hast ja damals in der WG gewohnt und wir haben dich und euch ja oft besucht
weil wir sehr, sehr gut befreundet waren, haben auch viel geträumt, Musik gehört, DC Talk, weiß ich noch. Dann Delirious, wo du gesagt hast, Thomas, du musst, wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, dann hör dir mal ein Konzert von denen an, weil das ist der Himmel auf Erden. Ne? Das ist schon cool. Deswegen haben wir uns immer heimisch gefühlt bei dir in dieser WG. Das Krasse war, du sagtest immer, nach 10 Uhr sollte man im Treppenhaus ruhig sein. Ne? Da darf man auf jeden Fall nicht laut runterlaufen. War es, glaube ich, im ersten oder zweiten Stock? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, nachdem ich halt mit 19 in der Nacht zu dir gekommen bin und wir dieses Gespräch hatten, bin ich dann danach nach 3 Uhr die Treppe runtergegangen, natürlich ganz leise. Du hast die Türe zugemacht und dann kam dieser Moment, der für mich irgendwie ein bisschen komisch war. Du hast nämlich deine Tür aufgerissen und hast mir hinterhergerufen, und zwar relativ laut: Thomas, ihr werdet Stadien füllen. Und ich war schon unten angekommen und dachte mir so, wie kann das denn sein? Wie kommt der denn da drauf? Ne? Und habe das auch abgelegt, also weil für mich hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich hab gerade die Herzenstür aufgemacht, also meine Herzenstür für Jesus aufgemacht. Und dann verknüpfst du das mit irgendetwas, den Satz, ich weiß nicht, woher der kam bei dir. Allerdings habe ich ihn mal schnell weggepackt, weil damals war ich 19, da war das überhaupt noch gar nicht absehbar, was Gott so machen kann. Du standest ja bei DSDS dann vor diesen Stadien im Rampenlicht. Wie ging es dir damit dann? Das war ja... War es das dann? Auf einmal hast du dich dann daran erinnert? DSDS war halt krass, weil ich gemerkt habe, was Gott möglich ist. Gott kann von heute auf morgen dein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Er kann dich auf eine Plattform stellen, wo du einfach nur leben darfst, wo du nicht großartig über deinen Glauben reden musst, sondern deinen Glauben leben darfst. Und das fand ich bemerkenswert. Als ich dann am Ende, ich hatte das von The Dome erzählt, wo wir da diesen Auftritt hatten. Und das war genau, ich hatte ja diesen Satz weggelegt. Und als wir dann vor 13.000 Leuten gesungen haben, in der TUI Arena, habe ich einen Gedanken gehabt, der mein Herz angesprochen hat. Und Gott sprach zu mir, also er redete durch meine Gedanken zu mir und sagte, Thomas, das habe ich nicht damit gemeint. Und erinnert mich an den Satz, den du mir mit 19 gesagt hast. Ne? Das heißt, wir hatten da zwar Musik gemacht, aber ich glaube, dass dieser Satz verknüpft mit meiner Lebensübergabe, mein Herz öffnen für Jesus, dass das verknüpft einfach bedeutet, es wird die Zeit kommen, da werden Stadien gefüllt sein. Und sie werden gefüllt, nicht der Musik willen, sondern zur Ehre Gottes. Als du diese Geschichte mit den Top 10 hattest und dann gab es eine Motto-Show nach der anderen und dann irgendwann mal bist du dann rausgeflogen. Wie war das für dich? Ich versuche das so zu erklären. Bei dieser Show, du begibst dich da in eine Maschinerie, die echt cool ist. Ne? Voll also durchgetakteter total, Tag. Total viel schöne Erfahrungen, die du da machst. Allerdings ist es du wirst abgeschossen ins Fern, die du nicht kennst. Und keiner sagt dir, dass du einen Fallschirm mitnehmen musst. Und als ich dann rausgeflogen bin, war das so. Davor warst du ja jeden Tag, alle 5 Minuten im Fernsehen. Und als ich dann raus war, wird dein Gesicht halt aus allen Szenen rausgeschnitten. Also ne, alle Szenen, wo du drin bist, kommen halt nicht mehr vor. Klar, man versucht halt auf die Kandidaten den Fokus zu richten, die noch da sind, ist ja logisch. Allerdings musst du gefühlsmäßig damit erstmal klarkommen. Ne? Und das ist eine Schwierigkeit, womit, glaube ich, kein Mensch so im Normalzustand klarkommen kann. Du bist dann ausgezogen aus diesem, was war das? Das war eine Villa, ja. Bist du rausgezogen und dann, als du nach Hause kamst, wie hast du da geschlafen? Ich hab eigentlich relativ gut geschlafen. Es war jetzt nicht so offensichtlich, dass das was mit mir gemacht hat. Allerdings, weil ich ja wusste, dass Gott von Anfang an mit dabei war. Ne? Während der DSDS-Zeit habe ich jeden Tag gewusst, Gott ist da. Ne?
Und dann bin ich rausgeflogen und es war gefühlsmäßig, als ob Gott irgendwie weg war. Mhm. Ne? Und ich habe ja, es war mal so am Ende, kurz bevor ich rausgeflogen bin, da bin ich aufgewacht mit dem ersten Impuls, heute ist der Tag, um über deinen Glauben zu sprechen. Ne? Und das Kamerateam, das Fernsehteam von RTL kam und die erste Frage, die gestellt haben, hey, sag mal Thomas, du bist ja eigentlich auch, wie sieht es eigentlich mit deinem Glauben aus? Ne? Und dann wusste ich, dass Gott hier irgendwas arrangiert hat und deswegen konnte ich auch so frei von meinem Glauben sprechen. Das heißt, das zeigt eigentlich, wie nah Gott in dieser Zeit bei mir war. Und als ich dann raus war, war es so, als wäre er weg. Ne? Also gefühlsmäßig wirklich weg. Und es war ein Gebet, das ich sprechen konnte. Jeden Tag habe ich das mehrfach gesprochen und ich hab gesagt, Gott, zeig mir, dass du da bist. Mehr konnte ich nicht beten. Wie hast du das empfunden, dass Gott nicht mehr da war? Es ist schrecklich. Also es war, als würdest du fliegen. Also wie gesagt, du kommst ganz oben an, dann wirst du losgelassen und du fällst nur noch. Also es ist ein Gefühl von Fallen. Es ist ein komisches Gefühl und ich habe wirklich manchmal geschrien und habe gesagt, Gott, zeig mir jetzt, dass du da bist. Ich muss das jetzt spüren, dass du da bist. Ne? Mhm. Und monatelang habe ich nichts gehört. Ja. Hat Gott dich rausgeholt aus diesem Loch damals mit irgendeiner Sache? Ich habe ein krasses Erlebnis gehabt. Damals befand ich mich in der Kennenlernphase mit meiner Frau. Florence Joy, mit der ich jetzt heute 4 Kinder haben darf. Und wir haben viel gesprochen, viel geredet, auch über die Situation, aber auch über unsere Vergangenheit, über unsere Zukunft, wie wir uns das vorstellen. Und wir saßen mal im Auto am Rhein, das war in ihrem Auto, wir haben Musik gehört und haben halt gequatscht. Und sie erzählte mir dann, dass sie einen Menschen in Miami getroffen hat, der ihr gesagt hat, dass sie in einigen Wochen ihren Mann kennenlernen wird und er wird ein Worshipper sein und gemeinsam werdet ihr eine wunderbare Familie haben. Und, also das hat sie dir das hat sie mir im Auto erzählt, genau. Und sie hat das noch nicht mal ausgesprochen. Da habe ich die Stimme Gottes gehört. Das war wirklich wie als wenn so eine Wolke zu mir spricht und sagt, Thomas, ich habe dich nie fallen gelassen. Das war dieser Satz, den ich gehört habe. Thomas, ich habe dich nie fallen gelassen. Und das Krasse war, ich habe ja jetzt Wochen und ein paar Monate gebetet, Gott, zeig mir, dass du da bist, und zwar jeden Tag. Und Gott beantwortet mir die Frage, genau explizit die Frage, die ich gestellt habe, integriert meinen Namen da rein. Und für mich bedeutet das, ein Gott, der sich nicht verändert, der hat mich nie fallen gelassen, der wird mich bis zu meinem letzten Atemzug nie fallen lassen. War das für dich in dem Moment nicht komisch, da so eine Stimme zu hören, oder war das für dich okay? Es war ein Hammererlebnis. Es war unglaublich. Also es war ein heiliger Moment. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich weiß nicht, also es war nicht über meine Ohren, aber ich kann mir das so erklären, dass das im Gehörzentrum, dass ich das direkt im Gehörzentrum gehört habe. Weil meine Frau hat es nicht gehört, meine Verlobte damals. Aber für sie war klar, als sie mich da gesehen hat, wie berührt ich war, dass das ein heiliger Moment war. Und sie hat das auch so empfunden. Und wir beide haben einfach eine halbe Stunde losgelöst, geheult, wirklich, weil der Moment so krass war. Was hat das mit dir gemacht, dieser Satz von Gott, dieser Moment? Der Satz hat viel mit mir gemacht. Und das finde ich so krass bei göttlichen Begegnungen. Das sind zwar Millisekunden, aber sie eröffnen so ein großes Bild. Zum einen, dass er wirklich meinen Namen gesagt hat. Das heißt für mich, er kennt mich durch und durch. Er kennt meinen Namen, er weiß, wo ich bin und wo ich hingehe, wo ich herkomme. Und das Zweite ist, wenn er sagt, er hat mich, Thomas, ich habe dich nie fallen gelassen, dann heißt das für mich, er hat mich nicht fallen gelassen, er verändert sich ja nicht, er bleibt immer gleich. Er sagt von sich selber, ich bin, der ich bin. Ne? Und bis zu meinem letzten Atemzug weiß ich, dass er immer bei mir sein wird. Deswegen, das hilft mir, ihm blind zu vertrauen und auf Wasser zu gehen. War dir das damals schon klar, so in diesem Moment, ab jetzt? Ich glaube, dass dieser Moment, was mit mir gemacht hat, dass es nicht mehr nur Glauben ist, sondern durch dieses Erlebnis, davon zehre ich ja auch heute noch, ist es ein Wissen, dass es Gott gibt. Und dass er, ich meine, er hat mir ja geantwortet auf das, was meine Verlobte damals gesagt hat. Ne?
Und auch da hat Gott durch den Menschen zu ihr gesprochen, wissend die Zukunft schon kennt. Ne? Und das finde ich halt heftig. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, wo wir hingehen. Und ist einfach genial, dass wir diesen Gott an unserer Seite haben. Was hat dich dann, als du dann später aus dem Auto gestiegen bist, sie nach Hause gebracht hattest, dann, was hat dich dann verändert? Was hast du damit gemacht mit diesem Satz an dem Abend, in den nächsten Wochen? Du driftest in eine andere Realität. Es ist nicht mehr wichtig, das, was vor Augen ist, natürlich auch. Allerdings weißt du, wie real die Realität Gottes ist. Du weißt, dass der Himmel kein Hirngespinst ist. Du weißt, dass es ihn gibt und dass es eine andere Dimension gibt. Und umso stärker möchtest du für dich entscheiden, nach der Realität Gottes zu leben. Mhm. Ne? Und es gibt diesen einen Satz in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Ich glaube, dass ich seit diesem Moment mehr in dieser Perspektive lebe. Ne? Du hast Musik gemacht, du hast gesungen. Das heißt, wenn du jetzt nach Gottes Reich dich ausstrecken willst, trachten willst, was hat das damals dann für dich für Konsequenzen gehabt? Ja, ich möchte, glaube ich, Menschen, aber so war ich ja schon immer drauf, du kennst mich ja. Ich wollte immer schon Menschen von der Hoffnung erzählen, die ich gefunden habe. Weil es ist was Schönes, es ist ein Geschenk. Der Himmel ist tatsächlich ein Geschenk. Und ich frage mich, wie Menschen an diesem krassen Geschenk vorbeilaufen können. Da finde ich keine Worte für. Und deswegen kann ich nicht aufhören, davon zu reden und Menschen davon zu erzählen. Was sie damit machen, ist deren Sache. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen. Du machst auch mit anderen Leuten zusammen ein Jugendprojekt, das heißt BASE. Wie kam es dazu? Es kam eigentlich über DSDS dahin, weil wir hatten sehr viele Fans gehabt zu der Zeit. DSDS ist ja so aufgebaut, dass man sehr viel von seiner Privatsphäre preisgibt. Man erzählt familiäre Sachen und man lässt die Fans wirklich tief Einblick haben. Und wir haben uns einfach gewünscht, warum gehen wir nicht einen Schritt weiter und erzählen denen halt von dem, was uns wirklich Hoffnung gibt, ne? Was wirklich wichtig ist und was wirklich einer der wichtigsten Sachen für uns persönlich ist. Ne? Und so haben wir mit dem Jugendgottesdienst gestartet, der dann irgendwann mal überkonfessionell wurde. Einfach aus der Idee heraus, Leuten von dieser Hoffnung mal zu erzählen und sie einmal mal in die Gegenwart Gottes zu bringen. Mhm. Ja. Dann habt ihr dort auf diesen Jugendgottesdiensten unglaublich viel Musik gemacht, weil ihr alle musikalisch seid, und diese Band König und Priester gegründet oder euch benannt, oder wie war das jetzt entstanden? Ja, seit 2007 gibt es die BASE-Gottesdienste und da hat sich eine Band formiert. Gab es natürlich ganz viele Rotationen. Aber wir haben da einfach immer weiter Musik gemacht. Ne? Und irgendwann mal 2015 kam dann ein Produzent auf uns zu, mit dem wir sehr gute Erfahrungen, den wir aus dem säkularen Bereich kennen. Und der uns gefragt hat, sag mal, was macht ihr eigentlich noch musikalisch? Und wir haben denen dann von BASE erzählt. Und da ist die erste CD entstanden, König und Priester, die haben wir hier. Genau, mit Songs, die wirklich uns betreffen und das, was in unserem Herzen liegt. Ne? Und ihr habt eine zweite CD rausgebracht. Genau. Heldenreise. Mittlerweile, die ist jetzt erst ein paar Tage alt, ist die Heldenreise, das ist die zweite CD. Ist quasi aus dieser überkonfessionellen BASE-Arbeit die Band König und Priester entstanden. Und wie wir zu den Namen gekommen sind, ist übrigens eine eigene Geschichte. Wir hatten das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Wir wollten das eigentlich als BASE-Band, so hießen wir ja eine Zeit lang. Haben wir die Songs für das erste Album geschrieben und wollten die eigentlich auch so rausbringen. Als wir dann das Konzept beendet haben, kurz bevor wir das Konzept zumachen wollten, hat sich ein Pastor aus Brasilien bei mir angemeldet und wir haben darüber gesprochen, was wir als Christen für eine Identität tragen oder was für eine Identität uns geschenkt wurde als Christen und was Gott für uns für einen Wert zuspricht. Ne? Und da hat er mich verwiesen auf Offenbarung 1, Vers 6. Da steht, durch das Blut Jesu hat er uns zu Königen und Priestern gemacht, zu Gottes Ehre. Ne? Und das hat mich total geflasht. Ne? Aber ich dachte so, ja, was mache ich jetzt damit? Mhm.
Und erst im Nachhinein, am nächsten Morgen sind wir dann, bin ich zum Produzenten gefahren und wir sollten nochmal über das Konzept nachdenken, bevor wir ins Studio gehen und die Live-Aufnahmen machen. Und auf der Autobahn ist wieder dieser Gedanke da. Und zwar ganz klar und präsent: Thomas, hättest du was dagegen, die Band König und Priester zu nennen? Ein Gedanke. Ich bin mir sicher, dass der von Gott kommt. Und das zeigt mir wieder die Art und Weise, wie Gott ist. Er ist, er fragt dich. Ne? Ich meine, wenn es sein Plan ist, er ist ja so weit über uns. Er könnte ja sagen, das ist mein Plan, du musst das und das machen. Nein, er fragt uns. Er fragt mich, Thomas, hättest du was dagegen, die Band König und Priester zu nennen? Und ich glaube, wenn Gott das sagt, dann hat er einen Plan damit. Mhm. Ne? Jetzt ist es ja so, du bist Vater von 4 Kindern, bist verheiratet und die Band, ernährt dich die Musik, ernährt dich die Bassarbeit? Du hast ja alle Sicherheiten aufgegeben. Wie lebst du, wie lebt ihr? Ja, wir, es war 2010, dass wir, meine Frau ist ja auch Sängerin, ne? Wir hatten das gleiche Management und die haben eigentlich alles auf eine Karte setzen wollen. Und also um das Ganze kurz zu machen, wir standen vor einem ganz großen Plattenvertrag. Es ging in Richtung Schlager und Songinhalte und Texte, gegen die wir uns eigentlich gesträubt haben, innerlich. Aber es war eine sehr verlockende Situation, weil es hätte unsere Absicherung bedeutet, vielleicht sogar auch bis zum Lebensende. Aber wir haben Gott gefragt, ob das unser Weg ist, weil was wir beide schon immer wollten, meine Frau und ich, war, in dem Plan Gottes zu leben. Das hört sich komisch an, aber wir wollten, ich sag mal, für mich gibt es Beruf, es gibt aber auch Berufung. Ja? Und Berufung machst du aus Leidenschaft, weil du weißt, das ist dein Platz. Da bist du im Flow. Ja, und danach haben wir halt immer gefragt. Ne? Und, Bass war Berufung. Bass ist definitiv Berufung, Musik auch, weil ich meine, das liegt im Blut. Ne? Gott hat uns diese Leidenschaft gegeben für Musik. Allerdings mit Musik kannst du halt viele Sachen machen. Ich stand zum Beispiel oft auf der Bühne und habe Leute entertained, die sich gerade die Kante gegeben haben. Und ich wusste, ich bin nicht in meiner Berufung. Ja. Ne? Das wollte ich nicht mit meinem Leben. Ne? Leute zu entertainen, einfach nur einen schönen Abend zu haben. Sondern ich glaube, dass Musik ganz viel mehr kann. Nämlich etwas zu transportieren, deswegen gibt es ja auch Soul, Gospel, das transportiert alles etwas. Und mit König und Priester ist es wirklich so, wir sind da angekommen, wo wir immer hin wollten. Gott hat uns mit König und Priester eine Plattform erschaffen, wo wir das transportieren dürfen, was in unserem tiefsten Herzen eigentlich drinsteckt. Und dafür sind wir unheimlich dankbar. Du hast damals im Auto diese Stimme Gottes so ganz klar gehört. Hörst du die heute noch so? Oder nicht? Oder ich habe die Stimme Gottes, das war ein einmaliges Erlebnis, dass ich sie gehört habe. Ich glaube, ich bin sensibler geworden für das Reden Gottes. Halt auch durch die Gedanken, es sind verschiedene, manchmal auch durch andere Menschen, manchmal auch durch Träume. Aber tatsächlich dieses hörbare Erlebnis, das war nur diese eine Situation. Thomas, danke, dass du heute hier warst, dass du da so offen von berichtet hast. Hat mich total gefreut. Sehr gerne. Und ich bin immer froh, irgendwas von euch zu hören. Und ihr macht echt eine tolle Arbeit. Viel, viel Kraft und Verbindung mit Gott weiterhin. Hier, die sind übrigens für dich. Kannst du mitnehmen. Danke. Ah, ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. Mit Gott persönlich ins Gespräch kommen, das kannst du auch. Rede einfach mal mit ihm, wie man mit einem vertrauten Menschen redet und sei gespannt, wie er antwortet. Du kannst dich auch bei uns melden, wir helfen dir gerne dabei. Mehr solcher Mensch-Gott-Geschichten findest du auf unserem Kanal. Am besten gleich abonnieren. Tschüss.